Konnichiwa, weiße Samurais, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World, dem Medieval 2 Mod, wo es um die ganze Welt geht. Und wir planen einen Angriff auf die Spanier. Das wurde von einem der Abonnenten gewünscht und also vorgeschlagen. Und konzentrieren uns einmal ein bisschen auf die Helden, auf die Anführer. Das ist zum Beispiel der Anführer. Ja, der ist leider schon ein bisschen älter, aber hat sehr viele von diesem Gefolge. Meistens rational. Aha, frohe Natur. Heldenhafter Eroberer. Leider kann man die nicht tauschen. In Rom konnte man die tauschen. Und hier geht's leider nicht mehr. Okay, wir haben das letzte Mal diese Siedlung erobert. Und ja, beginnen hier mit dem Krieg. Genau. Ja, mein König. Ja, dann schauen wir mal, dass wir Spanier angreifen könnten. Dazu müssen wir ja, meine Kriegskarriere ist schon stärker, ja. Nehmen wir eine Kriegskarriere, bauen die und hier gehen wir wieder zurück. Ich denke, hier ist nichts mehr von den Spaniern. Wir müssen hier angreifen. Okay. Dann schauen wir zuerst mal noch kurz, wie viel dort sind, und sind gerade sehr viele Rebellen, also werden wir wahrscheinlich hier noch nicht angreifen, weil hier einfach noch nichts los ist. Die Einnahmen sinken, also man braucht sehr viel, damit ja, damit es etwas bringt sozusagen. So, hier habt ihr ja noch dieser Held. Leider weiß ich nicht genau, wo es sonst noch die Siedlungen hat. Ich denke hier oben, das sind die Mongolen. Da muss ich schauen, dass ich nicht irgendwie das falsch mache. Man kann doch irgendwo sicher einen Spion ausbilden, so. Gut. Ja, mein König. Und 276. Das ist dank dieser großen Siedlung hier. Echt gut. Nehmen wir hier mal zwei Nodachi. Und hier. Ja, bringt's noch nicht. Schützenplatz werden wir dann bauen. Wohin geht es? Hier haben wir nichts. Einfach gar mal gar nichts. Ja, toll. Okay, wir müssen schon ein bisschen mehr dann von Japan also dort ein paar Truppengebäude bauen. Weil die sind natürlich schon weit, die Siedlungen, und bringen dadurch mehr. Oder du hast ja nichts zu tun. Mach, geh du mal dorthin. Ich denke, irgendwo hier muss auch noch eine Siedlung sein. Aber wahrscheinlich nicht von den Spaniern. Also dann machen wir mal die Runde weiter. Und oh, noch ein recht guter Soldat will in unsere Dienste treten. Ja, natürlich lassen wir ihn Liebe machen. Shen Yang. Das will ich ja erobern.
Und in Peking gibt es plötzlich... Ah, weil ich die Truppen abgezogen habe. Oh, sorry, Leute. Sorry, Bewohner. Sorry. Kavallerie mal bauen. Wir haben genug Geld. Ich hoffe aber, das bleibt so. Also hier haben wir Gewinn gemacht, gut. Also in Kagoshima wollten wir einen Schützenplatz machen. Und in Hanseong machen wir... Ja, ein Schmied. Da brauchen wir schon ein paar Soldaten. Oder... Ja. Und hier, auch ein Schmied, oder was wollen wir hier machen? Ja. Ein Hangzhou Wirtshaus. Da können wir wieder erhöhen, oder? Nö. Lassen wir es. Guangdong. Ein Lagerhaus ist für... Aha, Schiffe. Kanalisation. Buddhistentempel. Sohai. Ja, die können wir noch nicht nehmen. Wir brauchen einfach Geld. Wie können wir am besten an Geld kommen? Es bringt nichts momentan hier auf Ding zu machen. Ja, unbedingt ein Ding zuerst. Eine Mine. Und hier bräuchte ich mal irgendwas für Zufriedenheit oder so. Ah, Rathaus unbedingt. Immer zuerst das Rathaus bauen, wenn es geht. Oder die fortschrittlichen Gebäude. So. Gut, Rekrutierungsbericht. Die Kriegsgaläre. Der Spion mal nehmen. Der muss unbedingt... wir haben zwei Spione. Dann geht einer hier hin. Und einer... Ja, da ist nichts. Wir haben so viel Spion. Du gehst mal hier runter. Ja, nicht so weit runter. Wo ist der jetzt? Da. Du gehst hier oben durch irgendwo. Ja, das ist das Problem. Wir haben nur eine Seite. Wenn der eine hier runter mal geht. Ja, das bringt's nicht. Wenn du unten nach Indien gehst, gehst du nach oben. Gehst du hier oben durch. So. Krieg geklärt und Aufstand. Wohin geht es? Segel setzen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja, Kapitän. Sodele. Eben dieser Spion. Geht hier wieder hoch. Schauen, wo das Mogulreich ist. Und ja, wenn wir hier angreifen, nein, bringt's nicht. Mein König! Mein König! Eure Befehle! Eure Befehle! Mein König! Ja! So, das sollte reichen. Jetzt besuchen wir mal die Spanier. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. So, dann haben wir hier alle Truppen eigentlich bereit. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wir marschieren, mein König. Und hier nehmen wir die. Abrücken! Führen die Armeen zusammen! Wie ihr wollt, mein König. Euer Vorwärts! So. Verbinden die Truppen! Ja! Hält Wachen auf! Dann schauen wir mal. Marschiert,
Ja, können wir nicht schon angreifen, oder? Haben wir hier irgendwelche Söldner, die gut sind, ne? Edler Feind, ihr solltet uns fürchten. Wenn wir die Mauern eine leicht, wenn ihr manuell angreift. So. Hier oben haben wir nicht viel. Ein Dorf, zwei Dörfer. Ich kann euch dort nicht hin. Stehe zu Diensten. Sofort. So, Dele. Mein König? Das ist der Kaufmann. Und der andere Spion haben wir ja hier hingetan, genau. So. Was haben wir sonst noch? Ja, eben. Konzentrieren wir hier lieber danach auf Goldwirtschaft. Und ja, eigentlich könnte man hier auch etwas anders nehmen. Jost, Theater, Drucker, Presse. Machen wir eine Druckerpresse. So. Und hier haben wir die großen Kriegsschiffe. Aber viel stärker ist es auch nicht. Ja doch schon, also Defensive steigt halt schon gut. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Mal denken. Scheinbar nicht. Wir speichern zuerst mal noch. So, schauen kurz hier. Jetzt runter, so. Ja, wir haben nichts vergessen. So. Mein Herr. Weiter runter, bitte. Werft den Anker. Wir segeln morgen. Könnt ihr euch... Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Dann hier reingehen. Rundenbericht. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder weniger Geld. Finanzen. Königreich Irland. Die haben wahrscheinlich nur ein oder zwei Städte. Darum sind sie so reich. Weil sie natürlich nicht im Krieg stehen oder so. So. Ja, Schmiede unbedingt. So. Bewährter Kommandant. Ja. Und die zwei Pferde gehen. Ja, hierhin unbedingt. Wir werden niemals aufgeben. Wir marschieren dem Untergang und des Feindes Siedlung entgegen. Eingenommen. Sie haben nichts besser als den Tod verdient. Ausrauben. Wir haben ihre Länder erobert. Okay, die Beziehung zu Mongolen verbessert. Und für einen Karake. Ja toll. Ich wollte die besten Einheiten, nicht Schiffe. Ich weiß nicht, ob das auch neue Einwohner für die Dinge gibt. Aber ich denke schon. Weil wenn man Leute auflöst, bekommen die Siedlungen, wo die Einheiten steht, immer noch ein bisschen Bewohner dazu. Aber die haben viel zu hohen Unterhalt, also Schiffe sind sehr, sehr teuer. Für ihren Nutzen, also. Ja, leider sind die Schiffe nicht so nützlich, außer zum Transportieren, weil die Gegner nie Schiffe bauen. Ja, Herr. Befehle, Herr. So, Dale. Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Ich denke, wir haben alle Siedlungen, außer hier oben eine, nicht von den Russen. Und dann sind die Russen hier drüben noch.
Die sind wahrscheinlich aufgesplittet, so wie es aussah. Und ja, jetzt haben wir sie wenigstens von einer Seite erlöst. Gut, dann können wir eigentlich wieder Frieden mit Russland machen. Mein Herr, die sind ja so arm dran. Segel setzen. Hier unten gibt es wahrscheinlich irgendwo noch eine Siedlung. Ich sehe gerade keinen Hafen. Wir segeln morgen weiter. Diese Musik. irgendwo hier hat es eine Siedlung. Hallo? Haben die gar keinen Häfen? Oder sind die einfach nicht sichtbar? Also, eben dieses Land gehört uns dann, hoffentlich. Und... Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja, jetzt könnten wir eigentlich die... Was sollen wir mit denen machen? Sollen wir doch die Mongolen angreifen? Eigentlich müssen wir die Mongolen jetzt angreifen. Das ist eine Riesenstadt dort, die können wir vielleicht nicht einnehmen. Außer... Das wäre eigentlich lukrativ. Wenn wir die Truppen von den Philippinen mit abziehen, haben wir Bombardements. Danach können wir angreifen. So. Die anderen Truppen gehen runter. Hier hat es ja keine mehr. Haben wir hier den Spion. Noch nicht bewegt. Gut. Ja, hier unten ist nichts mehr wahrscheinlich. Ja. Spionchen bewegen. Das ist jetzt wieder japanisch eher. Ja, chinesisch eher. So. Hier haben wir die falsche Religion. Genau. Deshalb ein Tempel zuerst. Ja, eigentlich haben wir gar keinen Tempel. Ortschaft. Nur eine Holzmauer. Ist nicht gut. Ja, natürlich haben wir hier einen Schreck und machen wir auf niedrig. So. Ja, Herr. Und diese zwei müssen wir noch genau bewegen. Stehe zu Diensten. Sehr wohl, mein König. Der Spion ist viel schnell. So. Also, dann nächste Runde. Ja. Ja. Verheiraten lassen, wir sind wie der Erste. Mit 45.000. Oh ja, reichste Seite. So, Vladivostok hat das Rathaus ausgebaut. Und jetzt... Einen Brunnen, bitte. Und den Yuan Khan. Jinhuan. Können wir nichts bauen, nichts. Nicht mal ein kleines Häuschen. Wohin geht es? Ja, Kapitän. So, Kapitän, wir segeln morgen weiter. Ja, der Diplomat muss irgendwo dann eine russische Siedlung finden. Oder eine Truppe. Da noch. So.
Ja, jetzt zieht es aber nicht. Leibwächter, Lanzenreiter. Amirstelle. Und einer weiß oder zwei weiß er nicht. Okay. Es ist nie ein er hockt Ehre. Vor der Siedlung und weiß nicht, welche Gebäude so dort sind oder morgen was. Geht die Reise weiter. Ja. Ja, mein König. Ja. Der lacht. So, schade, dass wir keinen Kaufmann ausbilden können. Hm.